Yo, fuck. Hier ist ja alles unter Wasser. Wenn ich darauf gehe, dann sterbe ich eigentlich, oder? Ja, aber hier nicht. Okay, da können wir hingucken, durchgucken. Detonate Explosives. Explosives. There must be something in here to detonate them. Der Detect Trick. Scheiße, was war das? Leute, ich glaube, am Ende dieses Ganges wird es nicht gut für uns ausgehen. Okay. So ein kleines Kill. Aesthetic TV. Interesting. Interesting. Beware of dog. Hallo? Da ist rotes Licht. Ich mag kein rotes Licht. How did this end up here? Don't forget to go home. Ja, okay. Das ist ein geiles kleines Ding. Hier kann man auch hin. Das ist so dunkel, ihr seht wahrscheinlich gar nichts mehr. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr etwas seht. A coffin. What is going on here? Sorry. A coffin? What is going on here? Heilige Scheiße. Ich habe gerade Bauchschmerzen, Alter. Jo, okay, ich habe mich gerade wirklich erschrocken. Lass mich raus. Oh, jetzt sind wir hier. Ja, dann. Ah. The smell is horrible. Scheiße, ich glaube, er ist... Hier ist hier, nicht wahr? An ancient goddess statue. Looks like there's three colored gems missing. I need another key. Everything is locked around here. Yo, this is so creepy. Oh man, it's a leak pipe. I should probably stay away. Okay. Geh aber zuerst mal in den anderen Raum da. Ist das Pisse? Ist hier irgendwas? Nein, okay, hier ist gar nichts. Ja, gut zu wissen. Jetzt wird das Ganze groß. Was wahrscheinlich auch noch so ein bisschen geil wäre hier, so eine Taschenlampe. Ich hoffe, das bekommt man noch. Ach du heilige Scheiße. Ein E-Mail reads. John, you were right. I should have listened. 104 escaped the test. They created a monster. All I can say is, if you get this, stay away. Something's really bad must have been happened here. And I'm not sure if I want to know what. Oh yeah. Ich will dem auch nicht begegnen. Yeah, pick up key.
Kommen wir sehr wahrscheinlich wieder hinten. Okay. Wieder geht's rein. Jo. Alter. Was ist hier? Leichen. Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Okay, da schläft was. Ich glaube, das ist eine Leiche. Gut, okay, ist, ja. Aha, er konnte mich nicht tricksen. Kommen wir darüber? Ja, okay, ich sehe nichts. Wir müssen da runter. Ich habe das Spiel kaputt gemacht, Leute. Which way shall I go first? Oh nein, jetzt müssen wir auch noch unsere Story machen. Und wahrscheinlich da, wo wir dann hingehen, da sterben wir. Das wird so ein ganzes Try and Error System. Aber wir kommen hier wieder hoch. So schlimm ist gar nicht. Okay. Ja, links. Ah, fuck, ich hab grad ein richtig lautes Pfeifen in meinem Kopf. Oh, fuck. Ah, das trägt jetzt dazu bei. Guter Horror-Effekt. A champ, better keep an eye out for the others. Muss ich jetzt zurückgehen und das hinpacken? Red champ, perfect. Irgendwo werden wir hier doch noch verfolgt, oder? Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Jo, ich glaube, ihr seht wirklich gar nichts mehr. Aber genauso wie... Fuck. Da war was. Blue Champ. Blue Champ. Warum höre ich bei mir gerade draußen so ein Boot? What the fuck? Okay, langsam wird es wirklich scary, weil ihr müsst wissen, hier in meinem Raum, es ist komplett dunkel. Ich sehe nur den Bildschirm. Und es wird auch einen Halloween-Stream geben. Keine Frage. An Halloween vielleicht. Aber nur vielleicht. Weiß ja nicht, wahrscheinlich einen Tag davor, also mittwochs, nächste Woche. Und da werden wir dann auch ein bisschen Horror-Maps spielen in Fortnite. Okay, hier haben wir das Green Gem. Und da, das ist locked. Die Statue. Oh Gott, was ist mit dir? Ah, mein Gott, warum habe ich mich gerade vom Wasser erschrocken, wie es runtergefallen ist? Mir ist auch nicht mehr zu helfen, oder? Ach du heilige Scheiße. Hallo? Ah, da ist ein Teddybär. Pick up the tape. A tape titled, You shouldn't have done this. Oh nein.
Oh Gott. Was passiert jetzt? Ja, ah, mein Gott. Looks like the door is locked. I need a key. Warte mal. War ich hier nicht schon mal? A new patient arrived this morning. They signed all the contracts and are staying in room. Before we transfer them downstairs. Schlüssel ist nicht mehr hier. Wo ist der? Fuck. Ich erinnere mich irgendwie an diesen Ort. Da oben. Okay, was ist passiert? Wie sind wir hier hingekommen? Warte mal. Warum ist alles wieder... ...es lockt. Okay, ich gehe raus hier. Ich will raus. Ich will nicht mehr hier bleiben in dieser Hölle. Was haben wir hier drin? Vielleicht hier irgendwo einen Schlüssel, um rauszugehen? Nein. Reception. I need a key. Fuck, nein. Wir können hier noch nicht raus. Aber was ist passiert? Warum sind wir plötzlich... Zeitung? Okay, da können wir keine Informationen rauskriegen. Heilige Scheiße. Das ist die einzige Tür. Hier. Pickup Key. Alter, diese Map ist ultra gut. Muss ich wirklich sagen. Diese Map ist wirklich gut. Sorry, falls es ein bisschen langweiliger ist, falls ich nicht so viel spreche oder was weiß ich, aber ich genieße die Map, Leute. Die ist einfach krass. Alter. Okay, was haben wir denn hier? A note reads, the door on room 104 always seems to get jammed. I called the caretaker weeks ago and heard nothing back. If this happens, you need to head to the testing room on the third floor and enter the code ZZZ on the keypad outside. Inside the control room to your right is a closet. I've left some oil on the top shelf. Just oil. The hing and it should open. And the tape. A note reads.
It happened. You need to go to the testing room on the third floor. Ich will das Tape nicht enden. It's locked. Öffnen. Hier ist alles wieder normal. It's locked. Wir können immer noch nicht raus. Und wir müssen, so wie es aussieht, das Tape beenden. CCC Testing Room. Hallo? Bleiben wir hier drin jetzt gefangen? Ah, jetzt. Are you sure you want to end the tape? Make sure you remember the steps. Ja. Das kommt ein bisschen zu spät, mein Freund. Look like some sort of testing device. Also ist jetzt das neue offene oder what the fuck? We did some tests on patient 104 yesterday. Tests 37, 51 and 12 to be exact. And of course the misbehaved. He misbehaved. I'm so tired of him. Anyways, remember my 2-week break starts tomorrow, so I'll see you when I'm back. Don't forget to check on every day. On the third floor. Was ist denn der Testing-Ding? Also der Testing-Raum. Vor allem, wo ist das? Geh mal zurück hier. Ja, wir waren ja ganz unten, das heißt, wir müssen wirklich hoch. Den dritten. Okay, das ist der third floor. Irgendwelche Tests durchgeführt. Ich hoffe, wir brauchen hier nichts mehr drin, ne? Das hat nichts gebracht. Oh! Doch! Pick up oil.
Scheiße, jetzt weiß ich nicht, was ich mehr machen, was ich noch machen soll. Das ist dumm, das ist dumm. Ich hoffe, es fällt mir wieder ein. Oder kann ich jetzt hier raus? Nein. Muss ich schon wieder das Öl benutzen? Hier ja nicht, ne? Oder muss ich jetzt... That shall do it. Okay, Leute. Ich weiß nicht, warum sie die Taschenlampe so spät gebracht haben. Das ist natürlich richtig dumm, aber ihr seht, hier mit der Taschenlampe kann man sehr viel machen. Also es ist wirklich einfacher. Aber Leute, wir spielen jetzt natürlich bei der Geschichte weiter. Wir haben jetzt das Öl rangepackt und ich würde mal sagen, wir öffnen die Tür. Break this to end the game. Thanks for playing. Part 2 is on its way. It would be awesome if you could check out our YouTube channels, Chuxi and Rhinox GD. And maybe even drop a sub. Ja, na klar. Bei Chuxi habe ich schon, ne? Von dem werden auch noch mehr Maps kommen. Remember, you can support us using Codes Rhinox or Chuxi. Ich muss sagen, die Map war übelst geil. Und es kommt ein Part 2. Ich hoffe noch vor Halloween. Das wäre auf jeden Fall geil. Es könnte halt wirklich einmal so ein Horrorspiel sein. Und ja, haben sie wirklich gut gemacht. Ich habe eine fucking ganze Stunde gebraucht für das. Aber ja, ich werde mal gucken. Ich kann es ja nicht schneiden. Aber ich werde wahrscheinlich einfach mehrere Parts machen. Ne? Ja, dann das war's hiermit. Die Parts ready muss ich dann aber schnell schneiden, damit sie alle dann rechtzeitig rauskommen. Weil ich mache ja auch weekly. Aber Leute. Game ended. Sieg, du hast gewonnen. Zurück zur Insel. Jetzt wird wahrscheinlich wieder der Code runterrattern, oder? Nein. Wird's nicht. Ja, das ist die Lobby vom Spiel. Es sieht wirklich richtig geil aus. Okay, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... sozusagen Kapitel 2.